bin Projektleiter für die U2 Rheinbrechtsdorfer Straße, die erste U-Bahn-Station im 5. Wiener Gemeindebezirk, wo künftig 55.000 Bewohnerinnen angebunden werden. Hier wird ein U-Bahn-Aufgang entstehen und hier werden künftig die Passagiere aussteigen. Die größten Herausforderungen hier auf der Rheinbrechtsdorfer Straße sind die beengten Platzverhältnisse, die zu planende Baulogistik. Wie bekommt man das Erdmaterial aus dem Schacht heraus? Wie bekommt man das Baumaterial auch in den Schacht wieder hinein? Das kann man sich so vorstellen, als ob man ein Hochhaus in der Tiefe herstellt. Wenn wir den ersten Deckel hergestellt haben, arbeiten wir im Schutze dieser Schachtdecke. Wir nutzen entsprechende Transportöffnungen. Das vermindert die Belastung der Anrainer an der Oberfläche. Was mir an unserer Aufgabe gefällt, ist, man ist dabei, am Entstehen eines nachhaltigen Verkehrsinfrastrukturbauwerks, und ich freue mich schon, wenn die ersten U-Bahn-Züge hier an der neuen U2 fahren können.